Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hanni Richers. Ich bin unter anderem mit der MinD-Beraterin und Expertin aus eigener Erfahrung beim S. Ja, und ich habe ja in der Vergangenheit aus der Epigenetik-Reihe von der Akademie für Menschliche Medizin euch hier mal Wissen ja, mit euch geteilt, euch hier mal dargelegt. Und da möchte ich heute einmal auf die Geschichte der Epigenetik kommen. Und dazu habe ich einen Artikel von der Akademie für Menschliche Medizin herausgesucht. Er ist vom 19.12. letzten Jahres. Und hier wird anfangs gesagt, in dieser Artikelreihe ermöglichen wir Ihnen einen Überblick und das grundlegende Verständnis dazu, warum aus unserer Sicht die Kenntnis der epigenetischen Zusammenhänge in unserem Körper Grundlage und Schlüssel der Prävention und Gesundung, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, darstellt. Wir versuchen Sie dabei, so weit wie möglich von biomedizinischem Fachjargon zu verschonen und stellen Zusammenhänge auf dieser Ebene gegebenenfalls vereinfacht dar. Und da habe ich nochmal hier ganz zu Anfang aus dem Newsletter von der Akademie für Menschliche Medizin zu diesem Thema, wird hier schon mal gesagt, der Begriff Epigenetik 1942 von Conrad Willington geprägt, erläutert die Verbindung zwischen Genotyp und Phänotyp eines Organismus. Ursprünglich beschrieb dieser Begriff, wie sich eine Zygote zu einem komplexen Organismus entwickelt. Ein Schlüsselaspekt der Epigenetik, die DNA-Methylierung, wurde als erstes entdeckt. Dieser Prozess verändert die Aktivität eines DNA-Abschnitts, ohne die DNA-Sequenz selbst zu ändern. Ja, also ich finde das Thema Epigenetik, wie in der Vergangenheit ja hier auch schon berichtet und mit euch das Wissen geteilt, sehr, sehr spannend. Und gerade natürlich auch im Hinblick auf das Thema Ernährung, Fettsäuren und das Thema Chronobiologie und Schlaf, Barrierefunktion der Zellmembran, also insgesamt auch wie unser Körper funktioniert und wie auch da das Thema Ernährung eine große Rolle spielt. Und das ist ja hier auch auf meinem Kanal für euch das Wissen, was ich gerne mit euch teilen möchte, auch ein großes Thema. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt auch am Ende meines heutigen Beitragstipps für euch. Und wenn euch dieses Video und Format gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen. Und last but not least, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, am Ende dieses Videos ist der Button dazu. Betätigt bitte auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf ein nächstes Mal mit euch und wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute und weiterhin viel Gesundheit. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.